Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Viva España. Ja, ganz Deutschland spricht God, Spanisch. Singt Spanisch. Mario flippt schon aus gerade. Hallo, herzlich willkommen. Buenos dias. Hier ist Olli Ditschke vom Podcast Basler Ballad EM Spezial. Und Mario, ¿qué tal, amigo? Alles gut? Guten Morgen. Zum letzten Mal heute. Unser EM-Spezial, es war eine schöne Richtig. Zeit, aber Danke. mit einem verdienten Sieger. Absolut, absolut. Überall wird Spanisch gesprochen, denn nicht nur die Spanier sind Europameister geworden. Carlos Alcaraz hat Wimbledon gewonnen. Darüber reden wir aber nicht, weil Mario keine Ahnung von Tennis hat. Und Argentinien, da wird auch Spanisch gesprochen, hat die Copa America gewonnen. Aber wir haben ja Basler Ballard EM-Spezial und nicht Basler Ballard Copa America-Spezial, ne? Korrekt, das hast du gut und erkannt nach 4 Wochen. Du hast Besuch mitgebracht. Ich habe heute einen Besucher mitgebracht, ja. Wir haben es ja gestern angekündigt, dass der junge Mann aus Berlin kommt, dass der junge Mann eine Kneipe hat. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand reingeschrieben hat oder erraten hat, wen wir gemeint haben. Aber jetzt können wir es ja sagen, wir haben Thorsten Matuschka bei uns und da ist er auch. Moin, Tusche. Moin, Mario. Moin, Olli. Grüßt euch, meine Freunde. Erstmal super gesund, Olli. Muss ich sagen, Gänsehaut gekriegt. Du bist im Recall. Du bist auf jeden Fall im Recall. Meine Stimme hat er nicht. Nicht auf den Buzzer gedrückt. Nein. Ich habe alles gegeben. Ja, wir reden Spanisch. 7 Spiele, 7 Siege und das gestrige Spiel verdient der Obermeister, der großartiger Experte, Mario hat es gesagt. Tusche, hast du da was entgegenzusetzen? Nein, niemals. Also Mario hat immer recht, davon abgesehen. Aber nein, Spanien jedes Spiel gewonnen, außer einmal die Verlängerung in die Deutschen. Ich glaube, 17 Tore geschossen, nur 4 bekommen, also absolut verdient. Und ja. Erste Halbzeit, boah, war das schlecht. Boah. Das war richtig, richtig schlecht. Also die Engländer haben die Spanier ordentlich runtergezogen. Da habe ich gedacht, oh Gottes Willen. Und ich habe gehofft, dass ein frühes Tor fällt in der zweiten Hälfte. Das ist dann zum Glück gefallen. Dann war das auf jeden Fall ein komplett anderes Fußballspiel. Und das war dann noch eines Finals auch würdig dann in der zweiten Hälfte. Ja, wir haben in der Halbzeit-Tusche haben wir in unserem Chat so ein bisschen hin und her geschrieben. Also da war wirklich, das waren Schmerzen, was wir da teilweise gesehen haben. Vor allem von den Engländern, die ja, ich weiß gar nicht, was die vorhatten. Also ihr habt vermutet, nur defensiv zu stehen. Die wollten von der ersten Minute an in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen kommen. Also Gott sei Dank haben wir dann in der zweiten Halbzeit wirklich das eine oder andere Torchen dann gesehen und auch ein frühes Tor, so wie du sagst. Das war für das Endspiel dann nochmal ganz wichtig. Da hat es dann auch ein bisschen Fahrt aufgenommen. Genau, die zweite Halbzeit begann ja furios von den Spaniern. War König Felipe in der Kabine, hat gesagt, wenn ihr nicht jetzt mal Gas gibt, dürft ihr nicht zurück ins Land oder was war da los? Ja, hoffentlich. Ja, es hat so ein bisschen geholfen. Also wie gesagt, dieses Tor, ich war ja in Usedom, Public Viewing mit Friedhelm Funkel. Auch wir beide haben gedacht, Gottes Willen, erste Halbzeit so schlecht. Und wir haben beide gesagt, hoffentlich fällt ein frühes Tor, egal für wen. Es ist gefallen, auch da richtig gut rausgespielt. Ja, ich glaube, Lamine Jamal, wow, was ist das bitte für ein Kicker? 17 Jahre alt geworden, unfassbar. Ich glaube, der wird die nächsten 10, 15 Jahre den Weltfußball auch mitbestimmen, glaube ich. Der wird das glaube ich auch. Wobei ich muss sagen, gestern ist er jetzt nicht so mir aufgefallen. Er hat gute Aktionen gehabt, also so richtig Weltklasse hat er nicht gespielt. Also ich habe ja den auf ARD geguckt. Also Hitzelsberger habe ich gedacht, der Jamal, der spielt ganz alleine. Jetzt habe ich ihn nicht so überragend gesehen. Er hat tolle Aktionen gehabt, ja. Aber man hat dann doch auch gerade die erste Halbzeit gesehen. Ne? Das Shaw hat ihn da ganz schön im Griff gehabt, muss ich sagen. Ja, er hat dann natürlich das Tor. Ich glaube, auch ein bisschen glücklich vorbereitet. Ne? Ich glaube eher, dass er zu Olmo... Der wollte Olmo anspielen, ne? Genau, der wollte zu Olmo anspielen und ist ihm irgendwie dann über die Schlappen mehr oder weniger gerutscht und deswegen war ich schon ein bisschen verwundert, dass Hitzelsberger dann hingegangen ist und hat gesagt, hat er toll gemacht und toll gesehen. Also ich habe es anders gesehen, dass er, wie gesagt, Olmo anspielen wollte, aber war egal. Es war trotzdem ein guter Angriff und Gott sei Dank, wie gesagt, ist dann auch das 1-0 gefallen.
Ja, mit gerade 17 Topscorer der EM mit Olmo zusammen, Wahnsinn, während Mario mit in dem Alter noch Lego gespielt hat. Was hast du gemacht, Tusche, als du gerade 17 wurdest? Ich habe gerade, Robin, meine 10. Klasse abgeschlossen im 11. Schuljahr. Ja, das war dann und dann bin ich Maler Lackierer geworden. Also ja, und der Junge hat mal kurz die EM gewonnen. Wahnsinn. Aber unglaublich trotzdem, aber auch da sieht man, mit 15 bei Barcelona reingeschmissen. Das würde wahrscheinlich in Deutschland nie passieren, leider. Und da sieht man, dann wird halt so ein Junge dann auch in dem Alter schon so gut, auch wenn ich bei Mario bin, so krass war er jetzt nicht, aber trotzdem, der Junge ist 17 geworden. Also ja, das darf man in der ganzen Bewertung natürlich auch nicht vergessen. Aber ja, ich glaube, wir werden noch sehr, sehr, sehr viel von dem jungen Mann hören. Die Frage war ja gestern, ich glaube, du hast es auch mitbekommen, Mario, weil du zufällig in München im Doppelpass warst, aber darüber redete man ja, sind wir da nicht so mutig, dass wir so junge Kerls in die Mannschaften stecken, in den Profi-Teams? Wir sind U17-Weltmeister geworden, aber die laufen immer noch unterm Radar irgendwo rum, ne? Aber irgendwie profimäßig, ich weiß nicht, wie viele, in der dritten Liga hat der eine oder andere mal gespielt, aber nicht in der ersten oder in der zweiten. Na, ich glaube, dass es gar nicht so was mit mutig zu tun hat. Ich glaube, dass bei uns einfach das die große Problematik darin besteht, dass die Trainer das nicht zulassen können oder dürfen, aus dem einfachen Grund, wenn die drei Spiele verlieren, fliegen sie raus. Du kriegst als Trainer in der Bundesliga halt nicht die Zeit zu sagen, so, wir probieren jetzt einmal mit dem 16- oder mit dem 17-Jährigen in die Saison zu gehen und als Stammspieler vielleicht aufzubauen oder heranzuführen, weil der Trainer genau weiß, läuft es nicht gut, läuft es schlecht, bin ich 2 Monate später entlassen. Und jetzt muss man ja auch wirklich sagen, natürlich haben wir die U17 oder U19 Europameisterschaft gewonnen. Ja, aber es ist dann halt auch nochmal ein Unterschied, ne? Tusche weiß das, ne? Wenn du dann auf einmal gegen Erwachsene spielst, ne? Man hat es ja auch gestern teilweise bei Williams hat man es ja auch gesehen, ne? Wie er gegen Borger gespielt hat. Borger ist natürlich eine Maschine auf der Seite. Dann hast du auf einmal einen kernigen Gegenspieler. Und der zeigt ja dann schon mal auch, wo der Hammer hängt, ne? Und da müssen wir auch mal, bei Jamal müssen wir natürlich auch mal beobachten, wenn er mal gegen einen richtig Erfahrenen spielt, ne? Der aggressiv ist, der vielleicht auch eine Geschwindigkeit hat. Wie entwickelt er sich? Er ist dann noch in einer Entwicklungsphase, ne? Er wächst noch, da kommen ja noch viele Dinge dazu. Wie verkraftet er dann das? Wie, jetzt hat er alle 7 Spiele gemacht. Jetzt wird natürlich ein Hype. Jetzt geht die neue Saison los und der muss natürlich körperlich auch noch ein bisschen zulegen. Das wird er auch. Und dann gucken wir mal, was das dann auch mit einem jungen Spieler macht. Ne? Verletzungsbedingte Dinge können passieren, wenn dann der Muskelaufbau mal irgendwann abgeschlossen ist mit 20, 21. Dass die Voraussetzungen da sind, ich glaube, da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Aber ich bin gespannt, diese Entwicklung, weil man heute ja schon von einem Wunderkind spricht mit 16, mit 17 jetzt. Ich bin da ja immer ein bisschen vorsichtiger, ne, weil ich sage, ja, hat super Ansätze, hat einen Weltklasse linke Fuß. Lass uns mal noch den Jungen mal 2 Jahre beobachten. Und wir gucken dann mal, was in 2 Jahren ist, ob er wirklich der große Messi-Nachfolger sein kann. Apropos Muskelaufbau, Mario, bei uns hört er nie auf. Hä? Das ist das Gute. Ja. Vor allem in der Arme genau, hört er nicht immer, auf. Du, immer ich schön den Kipparm. Ja, den genau. Ich dachte den Schließmuskel. Ja, der auch. Nein, aber ich bin bei Mario, ja. In Deutschland ist es halt wirklich so. Du hast diesen Druck als Trainer. Sie werden alle sofort unruhig. Ich glaube, U17-Weltmeister fällt mir in der zweiten Liga nur Finn Jeltsch ein, der von Christian Fjell in Nürnberg eingebaut worden ist. Zum Ende der Saison, der dann, glaube ich, auch 10, 12 Spiele gemacht hat und der das überragend gemacht hat, übrigens. Also der körperlich natürlich auch schon sehr, sehr weit ist für sein Alter. Es kommt natürlich auch drauf an, aber manchmal würde ich es mir halt mehr wünschen, dass man einfach so wenigstens einen davon, ich meine, wenn sie U17-Weltmeister oder U19 Europameister sind, der haut doch mal die Jungs rein, die brauchen halt Spiele. Und auch mal 5, 6, 7 Spiele, unabhängig von ihren Leistungen, damit sie merken, okay, komm, ich habe jetzt das Vertrauen vom Trainer und ich darf auch mal ein schlechtes Spiel machen in dem Alter. Ja, das haben wir alle gebraucht. Und wie gesagt, die Eier haben wir aktuell nicht, weil dieser Leistungsdruck da ist, weil sofort, wenn 2, 3, 4 Spiele dann nicht gewonnen werden, dann geht sofort los. Und es ist, glaube ich, für uns als deutschen Fußball nicht gut. Ja, man muss sagen, da ist Spanien
viel weiter. Auch ein Gavi, der gar nicht dabei war, weil ich verletzt war, glaube auch schon mit 16 bei Barcelona gespielt. Petri, Stammspieler bei Barcelona. Ja, und das sind halt einfach Vollgranaten. Wenn sie Spielzeit bekommen in ihrer ersten Mannschaft und dann halt auch, was Mario gesagt, im jungen Alter schon gegen Männer spielen, Männerkabine, nicht A-Jugend, ja, wo sie sowieso herausragend sind. Ja, dann wird TikTok geguckt und sonstiges. Einfach schneller und eher in eine Männerkabine reinwerfen. Andere Themen, sich jeden Tag gegen Männer durchzusetzen, gegen 30, 32, 35-Jährige, ja, die auch mal einen Spruch geben, die mal ja hinten mal einen Arsch kneifen oder sonstiges. Ja, das sind Dinge. Und nur dann kannst du, daran kannst du nur wachsen und dann bist du, glaube ich, relativ schnell auf einem guten Level. Und da sind wir Deutschen ein bisschen, ja, leider ein bisschen hinterher. Wir haben ja ein ganz gutes Beispiel, ne, mit Moukoko. Ja. In Dortmund. Der hat in der A-Jugend alles zerbombt, alles zerschossen. Und ich glaube, letztes Jahr, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Spiele vielleicht dann erst gemacht auch, ne? Natürlich, Stürmerposition ist immer dann. Aber du siehst als Stürmer Moukoko, der auch als Wunderkind in Dortmund bezeichnet wurde, als super, super, super Talent. Und dann kommst du in die Bundesliga und spielst dann halt, die Innenverteidiger sind natürlich alle meistens sehr, sehr erfahren. Und dann kommst du mal so gegen einen Baum, wie Dyer oder wie auch immer sie alle heißen, oder De Ligt oder, und dann siehst du auf einmal einen Unterschied, ne? Und jetzt ist man drauf und dran zu sagen, nee, wir geben Moukoko, würden wir gerne abgeben, oder wollten sie letztes Jahr eigentlich schon, Und das sind halt dann auch nochmal die Unterschiede, ne, wo man dann sagt, ja, warte mal, und deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig, warte mal mit Jamal, der jetzt 17 ist, lass den mal 2 Jahre laufen und in 2 Jahren gucken wir mal, ob das immer noch so ist bei der nächsten WM, ob er dann immer noch so der ganz, ganz große Supermessi werden soll. Ja, Moukoko, super Beispiel, Mario, das ja. Ist auch das. Auch da sage ich vom Management, ey, der Junge muss spielen, 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 spielen. Ja, da wurde natürlich dann auch erstmal verlängert. Klar, da geht's natürlich schon um unfassbar viel Geld. Aber das Geld kommt von alleine, wenn der Junge abliefert. Ja, der ist gut, aber er muss spielen. Ja, und das ist immer die Frage, okay, was sagt man dem Jungen? Ist dann vielleicht auch mal so ein Step in einen anderen Bundesligisten, der vielleicht jetzt nicht den großen Namen hat, erstmal sehr, sehr gut für den Jungen. Weil das andere, das Top-Level kann dann schon nochmal kommen. Aber er braucht halt Spielzeit, so wie jeder junge Spieler. Und ja, da bin ich manchmal, ja, kann ich da manchmal nur den Kopf schütteln. Gibt ja viele, viele Beispiele, wo das Management dann sagt, ey, nee, geh mal dahin, aber nee, das Geld nochmal, komm von alleine, gucke da, was ist sportlich der richtige Weg für den Jungen. Und der hat es, glaube ich, ein Jahr verschenkt. Er hätte sich schon längst irgendwo hätte ausleihen lassen müssen, weil, ey, Spielzeit ist das Allerwichtigste, gerade für solche jungen Talente. Das habe ich damals gemacht, Tusche. Ich war beim FCK in der ersten Mannschaft, war ja im ersten Jahr Vertragsamateur. Und wollte dann einen Profivertrag und den hat mir der FCK nicht gegeben. Er hat gesagt, ich soll nochmal 1 Jahr Vertragsamateur machen. Und ich bin dann aus der Bundesliga von Kaiserslautern weggegangen, bin nach Rot-Weiß Essen gegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte spielen. Hab dann 2 Jahre bei Essen gespielt, bin dann nach Berlin gegangen, zu Hertha, hab da 2 Jahre gespielt und bin dann in die Bundesliga gekommen nach Bremen. Ne? Und das sind ja auch die Dinge, die ich manchmal auch an den jungen Spielern nicht verstehe, warum man so unbedingt daran festhält. Ja, ich verdiene natürlich in Dortmund mehr Geld, wie vielleicht in Anführungsstrichen in Augsburg, ohne Augsburg zu nahe treten zu wollen. Aber es geht mir doch darum, um Spielpraxis zu kriegen. Und ich habe gesagt damals, da mache ich lieber den Schritt zurück, aber ich spiele und ich kann mich darüber hinaus in dieser zweiten Liga präsentieren für Bundesligisten. Hab dann 4 Jahre zweite Liga gespielt. Und bin dann nach Bremen gewechselt und war ein halbes Jahr später Nationalspieler. So, und heute ist es einfach so, habe ich das Gefühl, na, die verdienen alles sehr viel Geld. Ja, dann sitze ich halt mal meinen Vertrag aus, dann ist es halt egal, ob ich mal 5 Spiele mache oder 15 Spiele. Und das sind so Kleinigkeiten und das wird ja auch auf den FC Bayern jetzt zukommen. Die Verträge laufen von dem einen oder anderen Spiel laufen aus, verdienen natürlich alle massig Geld und die sagen natürlich als Beispiel Gnabry vielleicht oder auch Kimmich, naja, die 20 Millionen kriege ich vielleicht woanders dann nicht. Dann nehme ich mal dieses Jahr noch mit und spiele halt vielleicht weniger oder Gnabry, ne, mit sehr viel Verletzungen bei 19 Millionen im Jahr. So, und so viel, und so machen auch viele junge Spieler einfach auch den Fehler, dass sie sagen, nee, ich bleib dann lieber in Dortmund, da verdiene ich halt meine 5 Millionen, so wie Moukoko, angeblich hat er ja 5 Millionen, anstatt der hingeht und sagt, na gut, dann lasse ich mir halt mal 1 Jahr ausleihen oder 2 Jahre ausleihen,
hol mir Spielpraxis und zeig mich dann beim anderen Verein, dass ich dann vielleicht irgendwann doch gut genug bin für Borussia Dortmund, dass sie sagen, das war ein Fehler, ich hole zurück. Schaut Zirkzee. Zirkzee ist ein super gutes Beispiel, auch in der Bundesliga. Bei Bayern keine Chance gehabt, hat sie jetzt ausleihen lassen. Jetzt wird er verkauft nach Manchester United. Ja. Und hat einen überragenden Vertrag. Bayern kriegt nochmal eine schöne Ablösesumme. Der Junge hat für mich alles richtig gemacht. 20 Millionen kriegen die sogar, Bayern. 20 Millionen kriegen Bayern noch, genau. Das musst du dir vorstellen. So, nach diesem Monolog von Mario Bassa stellen wir fest, Lamine Jamal, wir haben einen Ratschlag für dich. Geh erstmal zu Rot-Weiß Essen, bevor du durchstartest. Aber wir hatten es ja schon mal, Mario, hier. Ich bin gespannt. Er hat ja jetzt Hansi Flick als Coach in Barcelona. Und wenn der mal nicht so... Erstmal hat er jetzt Ansprüche. Bester junger Spieler der EM, bester Scorer der EM, jetzt kommt er da wieder, wird gefeiert. Und dann ist er vielleicht auch aus Grund der Körperlichkeit vielleicht mal 3-4 Wochen nicht so gut. Und da kommt der Hansi und sagt so, schon mal mein Freund, jetzt setz dich mal auf die Bank. Und wie geht der dann damit um, wenn ein Trainer mal ihn sagt, erstmal hier Ruhe im Karton? Das ist ja die Frage, wie er dann damit umgeht. Naja gut, der wird natürlich bei Barcelona jetzt keine 50 Spiele am Stück machen können. Das geht ja nicht mit internationalen Spielen und. Also da wird ja Hansi schon das richtige Gefühl dafür entwickeln, dass er auch mal so einen jungen Spieler rausnimmt, dass er auch mal einen jungen Spieler mal eine Ruhephase gibt. Du kannst nicht einen 17-Jährigen nochmal, der im Knochenaufbau noch ist, der ist noch am Wachsen, der ist noch der wird körperlich noch zulegen müssen. So, der wird sich mal an einen Rhythmus gewöhnen müssen. Dienstag, Samstag oder Dienstag, Sonntag, Mittwoch, Sonntag. Den Rhythmus muss er erst auch mal kriegen, ne, mit internationalen Spielen dann noch. Und da ist es natürlich auch, liegt es natürlich auch ein bisschen an dem Trainer, auch das Gespür und das Gefühl dafür zu entwickeln. So, jetzt muss ich dem Jungen auch mal eine Pause gönnen. Und ich glaube, da wird Hansi schon ein Auge draufschmeißen. Ja, aber er muss damit umgehen können, ne? Wenn Hansi das Auge draufschmeißt und sagst, du machst jetzt mal Pause, und er will aber eigentlich gar nicht, weil er vielleicht immer spielen will, weil er sagt, hier, guck mal, was ich geleistet habe. Ja, muss dann natürlich kommunizieren, ist ja ganz klar, ja. Und du darfst alles nur nicht den Jungen verbrennen, aber ich glaube, da ist Hansi Flick sehr, sehr empathisch, und ich glaube, das ist schon eine große, große Stärke von Hansi Flick, ist Mensch zu sein, und deswegen werden sie auf den Jungen, glaube ich, sehr, sehr gut Acht geben. Kommen wir nochmal zu EM, kommen wir nochmal zum Finale. Ich wollte dich ja eigentlich fragen, Tusche, wie war denn die Stimmung in Berlin? Aber du hast dich ja verpieselt, warst mal ganz weit weg. Auf Usedom, trotzdem hast du deine Drähte. Deine Kneipe war voll von Engländern oder Spaniern oder Deutschen. Oder hast du zugemacht, weil du Angst hattest, dass da irgendwie randaliert wird? Nee, gar nicht. Ich muss sagen, das war überhaupt gar die ganze EM gab es kaum irgendwie Stress. Klar, einmal war es, glaube ich, in Dortmund mit Holländern und Engländer, glaube ich. Oder war es Holländer, Engländer? Keine Ahnung, irgendwo gab es noch was. Aber das war sehr, sehr wenig, glaube ich. Ansonsten war Samstag unsere Kneipe auf. Mein Geschäftspartner von meiner Kneipe, der ist ein ganz, ganz krasser England-Fan. Der hat gestern das 140. Länderspiel mit England mitgemacht. Als Deutscher. 140. Und Samstag waren 70 bis 80. Ja, Engländer bei uns in der Kneipe haben 4 Fässer Bier durchgezogen. Die Jungs haben richtig, richtig Flamme gegeben. Haben sich da brutal wohlgefühlt. Und mein Geschäftspartner, ich bin auch Trauzeuge von ihm. Er ist ins Stadion gekommen. Ich habe ihm das brutal gegönnt. Ich hätte ihm natürlich auch den Titel gegönnt. Das ist dann mal wieder leider nicht passiert. Aber ansonsten war die Stimmung bei uns in der Kneipe sensationell. Die Engländer, ey, die haben richtig Flamme gegeben. Die haben ordentlich gesungen. Sie haben natürlich auch ordentlich gesoffen. Das gehört dann noch dazu. Und ansonsten muss ich sagen, ich war ein Spiel selber gewesen in Frankfurt, Deutschland-Schweiz. Da fand ich, haben die Schweizer mehr Gas gegeben im Stadion, mehr Alarm gemacht als wir Deutschen. Wir waren so gefühlt so immer noch verhalten, die ganze EM über. Da waren die anderen Nationen irgendwie freier, offener. Die haben mehr Party gemacht. Ich bin dann am Montag zurückgefahren mit dem Zug. Da waren Baden in der Metro gewesen. Wir haben uns natürlich mit meinem Kumpel in die Metro gesessen, haben ein bisschen kleinen Frühschoppen gemacht. Und die Kroaten haben auch voll Flamme gegeben, haben gesungen, sind nach Leipzig gefahren. Also von der Stimmung her waren wir Deutschen irgendwie gefühlt noch gedämpft. Das war mein Eindruck. Und ansonsten war ich in Berlin jetzt nicht irgendwie auf einer Fanmeile gewesen. Du hast vollkommen recht. Ich durfte ja für Magenta unterwegs sein und war dann bei diversen Spielen. Und die Georgier haben gefeiert, die Albaner, die Türken nach den Siegen. Und als die Deutschen in Dortmund gegen Dänemark gewonnen haben, sind die alle an uns vorbeigerannt, haben auf die Uhr geguckt. Oh, wann geht mein Bus, wann geht meine Bahn? Ich muss ja mein Auto, ich will ja nicht in den Stau.
Während die anderen immer singen und weiter sind die an dir vorbeigerannt. Das ist deutsche Mentalität, ne? Ja, aber da muss man natürlich auch ein bisschen dazu sagen, ne? Die Deutschen mussten vielleicht auch der eine oder andere nächste Tag noch arbeiten. Ja, ja. Und wenn die Holländer oder die Engländer, die nehmen sich eine Woche Urlaub oder 3 Wochen Urlaub, um diese Party dann auch zu veranstalten. Also da muss man die Deutschen schon ein bisschen in Schutz nehmen. Unter der Woche, die Spiele waren natürlich auch noch mit Arbeit verbunden. Und deswegen glaube ich schon, ja. Ole, ole, konnte trotzdem singen, wenn sie gewonnen haben, oder? Ja, ja. Oder was auch immer. Das mag sein, aber ein klein bisschen Schutz müssen wir es nehmen. Jawohl. Tusch hat natürlich recht. Wenn du ich habe so zwischendurch immer das Gefühl gehabt, jetzt gibt's so ein, die Fans haben auch so eine Battle unter sich, ne? Wer macht die bessere Choreografie, wer singt, wer hupst nach rechts, wer hupst nach links am besten oder am höchsten und am weitsten. Die haben sich also selbst auch ein bisschen inszeniert, die Fans. Wobei das teilweise natürlich schon sehr schön anzusehen war. Ne? So ja, Fanmarsch, also, gab's da schon mal? Fanmärsche? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Deutschen haben jetzt damit angefangen. Ja, das kannten sie so, glaube ich, auch nicht. Dann haben wir das auch gemacht, was gut ist. Und ich hoffe, dass es dann in der nächsten WM dann natürlich auch sowas dann auch gibt. Und natürlich bin ich auch bei Mario. Ey, wir haben trotzdem Party gemacht, klar. Es ist natürlich was anderes, wenn du als Nation in ein fremdes Land kommst oder in ein anderes Land kommst, du nimmst dann eine Woche oder manche Engländer haben 5 Wochen Urlaub genommen, hat mir mein Buddy erzählt, das ist natürlich irre. Und dann machst du natürlich mehr Party, ist ja klar, du bist in einem anderen Land, du weißt, du hast jetzt eigentlich Urlaub, Fußballurlaub, Partyurlaub, Logo, aber trotzdem noch ein bisschen mehr hätte es, finde ich, sein können. Da haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen Nachholbedarf, aber wir sind auf einem vernünftigen Weg. Aber die Holländer, die waren natürlich schon geil, alle in Orange. Ja. Und hat auch wirklich jeder irgendwas Oranges an. Das muss man auch mal ganz klar sagen, ja. Das stimmt. Und bei Deutschen, naja, kann ich das jetzt anziehen? Darf ich jetzt meine Flagge zeigen und darf ich die? Ja, und das finde ich, ey, es ist EM und wir sind für unser Land und dann können wir auch mal ein bisschen durchdrehen. Ja, das stimmt. Zwischendurch kleiner Werbeblock, wenn ihr in Berlin seid, nicht nur den Reichstag besuchen wollt oder den Kuhdamm, wie heißt deine Kneipe? Tusches Kick and Rush 17 in Köpenick, 5 Minuten von der Alten Försterei. Also man kann sich ordentlich den Helm lackieren vorm Spiel, dann packt man es noch rüber. Also ab heute werden sie die Bude einrennen, aber da wirst du jeden Abend 4 Fässer durchziehen müssen. Kein Problem. Gehen wir nochmal kurz auf gestern. Es ist ein Finale. Kollege Southgate wechselt Luke Shaw ein, der kein einziges Spiel von Anfang an gemacht hat. Trippier, der alle 6 gemacht hat, sitzt auf der Bank. Die englische Presse war schon schockiert, aber die erste Halbzeit hat ihm recht gegeben. Der hat gegen Jamal, haben wir eben schon gesagt, ein gutes Spiel gemacht. Das war die einzige Änderung bei beiden vor Beginn des Spiels. Habt ihr euch da auch gewundert? Nee, also für mich war es jetzt keine große Überraschung, ne? Wenn du auch gesehen hast, wie die erste Halbzeit gegen ihn gespielt hat, ich glaube, da ist auch von der Schnelligkeit her, von der Körperlichkeit her, hat es hervorragend gegen Jamal gepasst. Und nach den ersten 45 Minuten oder ich würde sogar sagen, solange er gespielt hatte, finde ich, hat er das ordentlich gemacht. Mhm. Die erste Halbzeit, haben wir eben gesagt, war schlecht. Wenn du nach so einem Halbfinalsieg ins Finale kommst und du merkst als Engländer, ey, wir können ja auch kicken, fand ich das von den Engländern enttäuschend als von den Spaniern, oder? Von dem muss doch noch mehr kommen, aber oder nicht? Aber gekickt haben sie ja im ganzen Turnier, glaube ich, nur eine Halbzeit. Das war gegen die Holländer in der ersten Halbzeit. Also ansonsten war es ja wirklich echt, boah, sehr, sehr, sehr zäh, sehr, sehr schwierig. Also, boah, dass die sich aber halt bis Tusche, ins Finale... Warum? Aber ja, warum, Tusche? Du hast Bellingham, du hast Foden, du hast Kane, du hast ja, so meine Parma, Spiele, Watkins. Und genau, die Spieler spielen natürlich auch in Ballbesitzmannschaften, ja, Man City, Real Madrid. Mhm. Und dann stehst du Mittelfeldpressing, Abwehrpressing. Aber was willst du, ich meine, was willst du dann noch als Experte sagen? Er ist ins Finale gekommen. Klar, er hat es dann verloren. Aber er ist auch mit dem Fußball, den sie dann auch gerade erste Halbzeit gespielt haben, auch bis ins Finale gekommen. Also, da kannst du als Trainer ja dann sagen, ey, was wollt ihr denn? Guckt auf die Anzeigetafel, wir sind durchgekommen. Ja, gefühlt war er nicht so, war entlassen und hatte schon Urlaub. Dann kommt Bellingham mit dem unfassbaren Tor, mit dem Fallrückzieher. Und dann, ja, bist du im Finale. Aber, es war klar, sie hatten ja kaum Ballbesitzphasen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also wenn die Spanier mal einen Fehlpass gemacht haben, dann war es ein geiles Gegenpressing. Die Engländer waren dann gefühlt 180 Meter weg von dem anderen Tor. Und dann, ja, hast du ja kaum mal den Ball gehabt und in gefährlichen Zonen schon gar nicht.
Im letzten Drittel waren beide Mannschaften in der ersten Halbzeit extrem schlecht, auch wenn sie dann mal sich mal irgendwie durchgespielt haben oder Flanken kamen. Die gingen irgendwo hin, Standards katastrophal. Ja, und die Engländer, ja, kann ja nicht sagen, warum. Ich glaube, auch da wird sicherlich eine Änderung geben auf der Trainerposition, weil ich glaube, du hast mit dem Material, kannst du auch anders Fußball spielen. Ja, und am Ende, ja, sind sie dann trotzdem im Finale gewesen, aber wieder kein Titel. Und ja, es war echt oft sehr, sehr, sehr schlecht. Und mein Partner, der hat so oft abgekotzt auf diese Spiele. Ja, aber, ja, aber hat ja eins von den vier Fächern selber getrunken eigentlich. fast. Tusch, aber man muss natürlich schon sagen, mit Southgate, da war jetzt die letzten zwei Europameisterschaften im Finale. Ja. Ne, das hat, ich meine, das ist immer, ist ja immer einfach zu sagen, der Trainer, ja, aber wenn du teilweise dann auch die Spieler gesehen hast, ne, was für Fehler die gemacht haben, wie träge die Fußball gespielt haben, die englischen Spieler. Wenn man mal das Spiel gestern nehmen, glaube in der Nachspielzeit gab es die eine Chance für Foden, die nach der Standardsituation, die durch Zufall da entstanden ist, es war der erste so eine kleine Halbchance oder irgendwie eine ganz gute Chance für die Engländer. Da muss man natürlich auch mal fragen, was machen denn die Spieler während so einem Spiel? Ne? Du weißt es selbst, Tusche, wenn wir der Trainer hat vor dem Spiel ja alles vorgegeben, alles uns erzählt, aber auf dem Platz haben wir ja auch Dinge manchmal oder viele Dinge auch selbst entschieden und gemacht, wo wir gesagt haben, ja, geht halt nicht, ne? Und da muss man natürlich auch schon mal die teilweise auch die Spieler hinterfragen, ein bisschen die eigene Verantwortung auf dem Platz, ne? Und wenn du gesehen hast, wie defensiv, wie ängstlich die Engländer teilweise gespielt haben und dann muss man schon sagen, ja, das nicht immer nur der Trainer, ja, der Trainer ist immer das leichteste Glied in der Kette, aber ich habe gerade eben in den Nachrichten überall gehört, der Verband ist total zufrieden mit Southgate, es liegt an ihm, ob er verlängern will oder nicht. Ja, natürlich hast du recht, dass die Engländer natürlich mit diesen Spielern, die da waren, wenn du einen Grealish zu Hause lassen kannst, dann denkst du ja immer so vor einer Europameisterschaft, naja Gott, da gibt's ja nur einen Europameister, ne? Wenn du einen, der von der Insel kommt, der nicht dabei ist bei der Europameisterschaft, dann habe ich gedacht, naja Gott, ja, wenn die so durch das Turnier laufen. Aber mit diesem Fußball musst du ja trotzdem erstmal auch ins Finale kommen, ne? Das war alles sehr glücklich. Teilweise auch, wie sie ins Finale, bis ins Finale gekommen sind. Aber der Fußball, der war ja wirklich, der hat ja da, ich hab's ja gestern Morgen im Doppelpass gesagt, da hast du teilweise Augenkrebs gekriegt, was die gespielt haben. Auf jeden Fall. Es hat wehgetan. Ist wirklich so. Aber Jack Grealish, ich glaube, der hat diesen Fußball halt nicht mitgemacht. Du und ich glaube ich auch nicht. Also dann hätten wir gesagt, komm, dann brauchen wir nicht Fußball. Ja, stell mich nicht auf, weil dann nur da so tief vor meinem eigenen Tor zu stehen, ja, boah, genau. Selber kaum die Pille zu haben, boah, also ich glaube, da wären wir durchgedreht, Mario. Aber wir waren halt auch Freigeister, Jack Grealish wäre so ein Typ gewesen. Ich glaube, der hätte sicherlich was anderes gemacht oder hätte vielleicht auch mal was gesagt. Mhm. Was du sagen musst, die sind halt ab dem Achtelfinale immer in Rückstand geraten, die sind immer zurückgekommen, auch gestern ja wieder. Klar, am Ende hat es dann nicht gereicht, aber man muss sagen, da stimmt's dann, klar. Und wenn du dann bis ins Finale kommst mit diesem Fußball und du weißt, du hast die Qualität, immer irgendwie ein Tor zu schießen, egal wann, macht das ja auch was mit der Mannschaft, muss man auch mal ganz klar sagen. Und wenn sie jetzt, ich habe eigentlich gedacht, sie ziehen es durch, sie gewinnen das Ding noch irgendwie ganz dreckig, so wie Griechenland vor 20 Jahren, ja, wie sind die Europameister geworden? Klar, ganz krasser Underdog-Logo, aber sie haben ja, glaube ich, auch jedes Spiel 1-0 gewonnen, Verlängerung oder was auch immer. Und ich glaube, vielleicht hat Southgate auch da mal ein bisschen geguckt, hat Reakels mal gesehen, oh komm, so kannst du vielleicht auch Europameister werden. Aber für uns, Mario, wäre das, na, das wäre nicht unser Fußball gewesen. Nein, auch könnte ich mir durchgedreht. Aber guck mal, Griechenland war ein Riesenaußenseiter, England war Mitfavorit. Ja, natürlich, klar, kannst du nicht vergleichen. Natürlich. Du hast eben gesagt, das Wort durchziehen. Mussten sie auch Harry Kane durchziehen, der überhaupt nicht fit wirkte, gestern 11-mal am Ball war, also gestern, mehr mal beim Schiedsrichter war, zum Meckern, als er den Ball gehabt hat. Nach einer Stunde wurde er ausgewechselt. Also gestern war er wirklich gefühlt ein Fremdkörper, aber Harry Kane, der braucht natürlich auch Bälle ins Zentrum. Also, naja. Harry Kane ist jetzt nicht der Umschaltspieler. Ja, klar, der kann die Bälle festmachen. Er braucht natürlich dann Flanken aus dem Halbfeld, ja, oder Standards, den musst du natürlich dann auch mal ins Spiel bringen. Aber wenn ich so tief stehe, ja, wie soll Harry Kane mal im letzten Drittel oder schweige denn mal im 16er mal irgendwie zu Abschlüssen kommen? Weil wir wissen alle, das ist ein Finisher ohne Ende. Also wenn die Pille irgendwo in der 16er runterfällt, dann ist der da.
Und dann macht er seine Buden. Er hat ja unfassbare Quote. Und so jung ist er nicht mehr, aber er hat noch keinen Titel gewonnen. Das ist auch völlig irre. Und das tut mir so leid für Harry Kane. Aber gestern wurde es durch das frühe Tor ein anderes Spiel. Ich glaube, durch Watkins wurde es ein anderes Spiel. 4-4-2, dann ein Spiel mit zwei Stürmern. Obwohl sie es teilweise erst halt auch schon gemacht haben. Aber Harry Kane war leider gestern halt im Fremdkörper. Und Southgate hat auch die Eier, den Kapitän nach 60 Minuten runterzunehmen. Das muss man auch mal sagen. In so einem Finale. Weil er gemerkt hat, boah, heute kriegen wir den halt nicht so ins Spiel. Wir allgemein nicht. Und das muss man dann Southgate auch mal hoch anrechnen. Ja, Parma kam und hat nach 3 Minuten das Tor gemacht. Also das ist ein Händchen, sagt man ja immer ganz genau. Das haben sie ja im Halbfinale ähnlich. Und ich meine im Viertelfinale sogar auch. Ne, hat den ja auch schon ausgewechselt. Ja, und Tuchel hat es ja richtig gesagt. Also wenn du natürlich nicht über die Außen kommst, keine vernünftigen Flanken. Also da waren ja teilweise Flanken dabei, da konntest du einen Enteiser holen, weil der Ball zugefroren war. Dann brauchst du so einen Harry Kane natürlich auch nicht. Ne? Das muss man klar sagen. Da musst du einen Spieler da vorne hinstellen, der ein bisschen fußballerisch kommt, der wie Watkinson, der dann auch Schnelligkeit hat, der im Halbfinale ja ein wichtiges Tor gemacht hat. Ja, und als Stürmer bist du halt angewiesen, auch total als Mittelstürmer, bist du auch angewiesen auf deine Mitspieler. Und wenn sie dich nicht füttern mit Bälle, und Tuchel hat's gesagt, im Strafraum, wenn der den Ball kriegt, von 10 macht er 8, aber da musst du halt auch dafür in den Strafraum kommen, musst Flanken bringen. Und das haben halt die Engländer völlig versäumt, weil ich gefühlt habe immer so gestern gedacht, jetzt kommen sie wieder an den Strafraum, jetzt wird der Ball erstmal wieder zurückgespielt. So, man hat sich auch nicht getraut, mal 1-1 über die Außen zu gehen. Ne? Saka auch, der dann immer wieder abgebrochen hat. Ich frage mich auch immer, was die mittlerweile machen, mit Linksfuß über rechts kommen zu lassen, den Rechtsfuß über links kommen zu lassen. Also, die können immer alle nur eins machen, nicht auf die Grundlinie gehen, sondern die müssen abbrechen auf ihren starken Fuß, weil sie ansonsten nicht flanken können. Ich verstehe nicht, wenn ich einen Kane vorne drin habe, dass sie dann, oder so ein Morata genauso, ja, kommt noch fußballerisch, aber auch Jamal spielt mit dem linken Fuß über rechts und Smith mit dem rechten Fuß über links. Und die haben beide, ist der starke Fuß der andere. So, die brauchen nicht über außen zu kommen, weil sie mit rechts vielleicht nicht so 100%ig flanken können. Und warum, verstehe ich also, wie gesagt, nicht, warum man das nicht versucht, mal zu ändern, dass man den Linksfuß auch über links kommen lassen kann, dass der vernünftige Flanken vors Tor schlägt. Wenn ich doch so einen Spieler wie Morata oder auch ein Harry Kane im Zentrum vorne drin habe, muss ich den auch füttern mit Flanken. Ja, richtig, Harry Kane, das war sein 7. Finale, hat zum 7. Mal verloren. Er ist zu Bayern München gewechselt, hat da auch nichts geholt. Torschützenkönig wurde er. Gratulation. Nächster Holder, glaube ich auch mal. Ne? Neue Saisonholder. Minimum 2 Titel, sage ich dir. Ja, ich wünsche ihm auch. Der braucht jetzt aber mal die Pause, glaube ich. Ja, der aber muss jetzt, sich jetzt selber mal finden, oder? Olli, überlegt, oder Tusche, überlegt euch mal. Er ist jetzt 30, glaube ich, ne? So in dem Bereich. Genau. So, überlegt dir mal. Harry Kane beendet in 3, 4, vielleicht 5 Jahren seine Karriere und würde keinen Titel holen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ein Stürmer, der vom Grunde her alles kaputt schießt in der Bundesliga und würde keinen Titel oder eigentlich undenkbar sowas. Ja, das darf auch nicht passieren. Das darf irgendwie nicht passieren. Also, auf gar keinen Fall. Du hast die Quote, ist unfassbar von ihm und der wird mit Bayern auf jeden Fall, zumindest solange er den Vertrag hat, auf jeden Fall irgendeinen Titel gewinnen. Und wenn es der Audi Cup ist, oder wie heißt der? Der Super Cup oder was ist das? Der Telekom Cup, Audi Cup, ja genau. Wahnsinn, ja, irgendwas muss er gewinnen. Also, weil er auch sehr sympathisch ist, ne? Sehr sympathischer Spieler ist. Genau, so wie du, Mario, damals. Oder? Natürlich, Mario war dann alle sehr sympathisch. Ich bin froh, dass ich jetzt einmal danach, nach diesem Podcast, mal 14 Tage nicht hören und angucken muss. Vor allem. Ich rufe dich jeden Tag um 9 Uhr. Auf gar keinen Fall. Deine Nummer wird blockiert 14 Tage lang. Danke, Schatz. Kurz zu den Spaniern. Die haben das ja wieder, wir haben verdient gewonnen, das haben wir alles besprochen. Und dann hörst du ein Interview mit deren Trainer La Fuente und das Einzige, was er sagt, ist, ja, wir wollen noch besser werden. Da muss man ja Angst kriegen. Tuchel hat es eben gesagt, Pedri, Gavi, Balde ist auch noch ein junger Kerl. Wenn die alle auch noch mitwirken, in 2 Jahren ist die WM.
Ich will jetzt nicht jetzt schon sagen, Top-Favorit, aber wenn der sagt, wir wollen noch besser werden, wir haben noch viel zu tun, dann muss einem ja Angst und Bange werden. Natürlich, ich glaube auch da sind sie sicherlich Mitfavorit, ganz klar. Eine gute Mischung, Spanien jetzt schon. Wer mir so ein bisschen unterm Radar läuft, ist Rodri. Ich finde Rodri sensationell, unfassbar, was das für ein Spieler ist. Eine Präsenz, defensiv, aber auch dann das Spiel anzukurbeln aus der Dreierkette heraus. Unglaublich. Ja, und dann hast du die ganzen, ja, Jungschen, die marschieren, die Freigeister sind. Morata war auch gefühlt irgendwie das ganze Turnier irgendwie gar nicht da, muss man auch mal ganz klar sagen. Aber er hat geackert als Kapitän, hat dann auch das Gegenpressing immer gut ausgelöst. Ja, und da, wenn das stimmt, ja, wenn dann noch der Kapitän und weiß, okay, er scoret gerade nicht viel, aber er stellt doch alles in den Dienst der Mannschaft. Das ist ja herausragend. Und Spanien, ich glaube, in Barcelona ist, glaube ich, noch ein 17-jähriger Innenverteidiger, der nachkommt. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Pau, ja, genau. Ich glaube, der geht jetzt zu Chelsea, glaube ich, weil er eine ganz geringe Ablösesumme hat, feste. Ja, also da kommen auch wieder Granaten nach. Ja, also mit Spanien muss man natürlich in 2 Jahren auf jeden Fall rechnen. Definitiv. Die brauchen sich die nächsten Jahre auch keine Sorgen zu machen mit Nachwuchsspielern oder mit, die werden jedes Jahr immer besser und vor allem, wenn du vorstellst, 17 oder teilweise 5, 6 Spieler jetzt schon im Kader, wie die 20, 21 Jahre alt sind. Also ich glaube sogar bei Barcelona auch noch Hector Ford, glaube ich, auch ein Rechtsverteidiger, auch erst 17 oder 18. Und nochmal, da reden wir von Barcelona und dann jetzt sind das, glaube ich, schon 4, 5 Spieler, die alle unter 20 sind. Und die spielen einfach im Barcelona Stamm. Ja, Wahnsinn. Und da reden wir nicht von Getafe oder weiß ich was, sondern von FC Barcelona, wo in jedem Spiel knapp 100.000 Menschen in diesem Stadion sind und wo du auch Druck hast. Und das, das Barcelona natürlich sensationell. Und wie gesagt, das hat man schon angerissen, wir in Deutschland haben irgendwie gefühlt die Eier nicht. Vielleicht haben wir das Material nicht, kann auch sein. Aber ich glaube, wir haben oft dann halt auch die Eier nicht oder diesen Druck halt immer gewinnen zu müssen. Vielleicht ändert sich das ja, vielleicht gibt es jetzt einen Impuls. Die einzige Schwachstelle, will ich nicht sagen, wo Spanien vielleicht ein bisschen wackelig ist, finde ich, auf der Torwartposition. Da ist mir nicht die Weltklasse im Tor. Internationale Klasse vielleicht, aber nicht der die vielleicht. Aber Spiele brauchst du ja nicht, wenn du so gut gegen den Ball arbeitest, das muss man auch mal sagen. Sie hat noch alle Bock, schnell hinter den Ball zu kommen. Das Gegenpressing, wenn du es immer so hinkriegst, ja, was kriegt der Torhüter auf die Kiste? Also, ihr habt, glaube ich, auch nur 4 Gegentore bekommen im ganzen Turnier. Also, ich glaube, da brauchst du gar nicht jetzt den krassen Torhüter. Aktuell zumindest nicht. So, wir freuen uns für die UEFA. Sie haben 1,1 Millionen Tickets verkauft und haben einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro. Rotzfreche Ticketpreise übrigens. Rotzfrech. Wirklich. Trotzdem ausverkauft. Ja, gestern aber Kategorie 1, 1.000 Euro. 1.000 Euro, das kann sich ein Normalsterblicher, der muss ja... Genauso Anschlusszeit, warum 21 Euro? Warum kann ich so ein Spiel nicht 18, 19 machen, damit auch die 6, 7, 8-Jährigen so ein Spiel mal miterleben dürfen, nicht bis 23, schon mal, wo es würde noch in die Verlängerung gehen, dann bist du bis 0 Uhr vor der Kiste, wie sollen, ja, und dann sagen wir immer, Fußball für die Fans, da lache ich mich tot, ja, also nochmal, mach so ein Spiel, 18, 19 Uhr, alle können das miterleben, da könnte ich mich drüber aufregen ohne Ende, ja, plus die Ticketpreise, die wirklich, wie willst du das als normaler Arbeiter deinem Kind mal erfüllen, in so ein Stadion zu gehen, in der Heim-EM, als Deutscher oder auch als, egal welcher, also, was ich dafür Preise gelesen habe und selber angeboten bekommen habe, wo ich sagte, niemals würde ich das bezahlen für ein Fußballspiel. Würde ich nicht machen. Ja? Genau, Schwarzmarkt wollen wir nicht drüber reden, aber nichts genau. Getrunken. Ja? Du kriegst keine Bockwurst dazu und ein Glas Wasser, sondern 1.000 Euro nur, dass du auf so einem Hartschalensitz sitzen darfst, ja? Ja, aber das wird ja alles schlimmer, ne? Nächstes Jahr wird ja die Club-WM ist ja noch geplant nach der, ich meine, das war FIFA. Das sind auch, ja, klar, aber die FIFA und UEFA, ich denke, bei denen geht's doch nur ums Geld. Immer noch mehr Spieler, noch mehr Geld einheimsen, alleine an den Ticketpreisen siehst du ja, wie krank das teilweise ist, ne? Was die machen. Die machen einen Gewinn von 1,2 Milliarden. Wo ich einfach sage, das ist ein Wahnsinn. Warum? In Deutschland wird das Turnier ausgestrahlt oder wird das Turnier gespielt. Und die FIFA steckt sich die Milliarden ein. Oder UEFA. Die UEFA. So, und das sind einfach Dinge, wo ich sage, ja, und Tusch hat recht, ich würde einen Preis oder so einen Preis auch nie bezahlen. Ich würde keine 400-500 Euro bezahlen für eine Karte oder 1.000 Euro. Nein, ich bin da voll bei Tusche, wenn ich immer lese, ja, und
der Fußball ist für die Fans und ohne, nee, es ist ein Scheißdreck. Es geht nur um die Verbände, dass die ihr Geld einheimsen. Und am liebsten würde jeden alle 2 Monate ein Turnier machen, dass sie ihre Kohle einstecken. Ja. Die interessiert doch nicht die Leute, die Spieler, ja, ob die verletzt sind, ob die kaputt sind, ob die müde sind. Ja. Nee, die wollen ihre Turniere, die wollen ihr Geld einstecken. Die interessiert doch die Spieler nicht. Die bestimmen über die Spieler, wenn sie ein Stück Fleisch werden. Und hätten die Tickets nur 50 Euro gekostet, hätten sie immer noch, was weiß ich, 600 Millionen gemacht. Reicht eigentlich auch. Oder ja. Auch 100 Millionen. Was ist das? Was sind das für Summen? Ne? Ja, Mann, ja, das ist Wahnsinn. Ja. Und spannend ist ja tatsächlich, die WM, die ist ja auch schon in 2 Jahren, die ist ja TV-rechtlich noch gar nicht verkauft in Deutschland, weil du machst dann 104 Spiele. Die musst du ja alle produzieren, das kostet ja alles Geld. Ja, wer will das bezahlen? Ne? Also, ja, du hast nach der Bundesliga nächstes Jahr die Club-WM. Ja. Ich glaube auch mit 32 Mannschaften, ja, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da kriegt übrigens jeder, der teilnimmt, erstmal 50 Millionen auf den Tisch gelegt. Ne? 50 ja, Millionen, dass du mitmachst. Ja, aber ist ja klar. Aber was meinst du, was die da sich wieder reintun? Natürlich. Wird ja auch wieder über 4 Wochen gehen, das Turnier. Mhm. Geht ja auch nicht anders. Das ist ja schon wie eine ganz normale Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Jetzt macht man es halt mit den Vereinen. So. Und dann hast du ein Jahr später die normale Weltmeisterschaft wieder. Ich bin mal gespannt, was sie sich dann nach der WM, nach der richtigen WM für die Nation, was da vor der Europameisterschaft, was sie sich da noch einfallen lassen. Absolut. Weil das müssen sie ja überbrücken. Und dann ist USA, WM, Mexiko, Kanada, nicht? Da genau, reißt da auch mal ein bisschen durch die Weltgeschichte. Ja. Das ist jetzt mal nicht kurz. So ist das. Von Ulm nach Berlin in 6 Stunden, da bist du mal kurz ein bisschen länger unterwegs. Ja, also auch da. Verschiedene Zeitzonen hast du auch. Ja, natürlich. Einfach Hauptsache aufblähen, 3 Länder, am besten 15 Länder und 100 Mannschaften am besten und ja. Da werden wir wahrscheinlich auch mal Spiele erleben, oder? Nachts um 1. Ja, klar. In Deutschland. Ja. Du musst ja wahrscheinlich minimum vier Spiele haben am Tag. Geht ja gar nicht anders bei 48 genau. Mannschaften. Ja. So 6 Stunden, glaube ich, zurück. Sprich, die müssten dann wahrscheinlich um 10 anfangen, damit wir geile Zeiten hätten. Genau. Das wird nicht passieren. Also sitzt du dann irgendwann früh um 1-3, wenn du dir alles reinziehen willst. Genau. Vor der Kiste. Auch wieder sehr fanfreundlich. Ja. Absolut. Club WM, nur ein Satz dazu. Ich meine, die Bayern sind dabei und die Dortmunder sind dabei. Und ich habe ja gesagt, die kriegen 50 Millionen. Da freut sich VfL Bochum und Co. Weil auch die Schere in Deutschland wird dann immer größer, weil die eh oben sind und immer Champions League spielen und viel Kohle haben, die kriegen jetzt noch mehr eben reingeblasen. Ob das immer alles so gut ist, ich weiß nicht. Ja. So, machen wir einen Haken dran. Ja, wir müssen noch kurz aufklären. Genau, bei Intertops-Tipps des Tages hast du, Mario, völlig überraschend 2-1 für Spanien getippt gestern. So eine Macke oder was? Wie überraschend. Ja, das ist doch dieser berühmte, dieser berühmte Mädchen-Tipp. Ja, 2-1. Tipp ich mal 2-1. Ja, aber du musst doch in einem Endspiel, Olli, du kannst doch nicht 2-0 tippen. Habe ich aber. Aber die Engländer, dann wäre es auch so ausgegangen. Der muss doch immer ein Tor geben in einem Endspiel. Ja, bei 2-0 wäre auch ein Tor, mein Freund, sogar 2. Bei 2-0 wäre auch ein Tor für die Engländer. Also für die Engländer, Wie soll das gehen? So für die Engländer. Also du hast gedacht, die Engländer schießen, ja gut, du kommst jetzt nicht oben vor Fußball, Olli, ich weiß. Nein. Tippkick habe ich mal gespielt. Ja, genau. So, wie viel bin ich denn geworden in der beim Runde? Beim Kicktipp, bei unserem anderen Freund von Kicktipp hat gewonnen Cornaldo, wer sich immer dahinter steckt, mit 112 Punkten vor Kicksu mit 109 Punkten und Jonas.nk mit 105 Punkten. Deine Punktzahl habe ich gar nicht aufgeschrieben, weil die war, glaube ich, so irrsinnig wenig. Du bist aber von über 10.000 bist du auf einen schönen 2.664. Platz gekommen. Ich dachte gar nicht. Das kann ich mit leben. Da bin ich stolz auf dich, Mario. Ja, der hat extra ein bisschen falsch getippt, damit die anderen auch eine Chance hatten. Das hat er extra. Und was bekommt denn unser erster Platz? Da ist da irgendwas mit dem 500-Euro-Gutschein oder was war da jetzt? Irgendwas war doch da. Ich glaube, bei Kicktipp, darf er sich nicht treffen mit dir? Ist das nicht ein Meet and Greet? Ja, aber. Das ist ja mehr wert als 500 Euro. Viel mehr. Ich finde, das ist in Ordnung. Könnt ihr euch nicht in Tusches Kneipe treffen? Da hat er auch was. Oh, da müssen wir, vielleicht kommt der junge Mann aus Berlin. Ja, das wäre natürlich das praktisch. Das würde passen. Genau. Dann komme ich auch hin. Und dann recht herzlich eingeladen. Könnt ihr gerne vorbeikommen. Wir werden es erfahren. Und dann gucken wir mal, ob vier Fässer leer kriegen da. Ja, genau. So, Tusche. Wie kommen wir von der EM zur zweiten Liga? Eigentlich ganz einfach, denn 5 Stadien
war ein Zweitligastadion bei der EM. Ja, und das, glaube ich, sagt schon alles oder sehr, sehr viel über die zweite Liga aus. Ich glaube, das ist jetzt ja gefühlt die fünfte Saison, wo wir sagen, das ist die geilste zweite Liga aller Zeiten. Aber sie wird halt auch nicht schlechter, ja. Das ist halt so. Ja, diese Liga ist einfach unfassbar, was dort für Vereine, wie viel Historik dort drin ist, ja. Stadien voll ohne Ende, letztes Jahr schon Zuschauerrekord gebrochen, über 8 Millionen in den Stadien insgesamt. Ich glaube, an 3 Spieltagen schon mehr als in der ersten Liga gewesen an Spieltagen. Also, ja, und der Kracher Köln HSV, 1. Spieltag, 2.8. Freitagabend. Ey, über was reden wir, ja? Und du hast, glaube ich, bis zum 7. Spieltag hast du immer irgendeinen Kracher, habe ich mal geguckt. 2. Spieltag habe ich Samstagabend gleich HSV, Hertha BSC. Du hast Nürnberg, du hast Kaiserslautern, du hast Düsseldorf, du hast Schalke drinne, Hertha, HSV. Hannover. Irre, was das für Mannschaften sind. Gefühlt ist sie ja irgendwie attraktiver als die erste Liga. Also, wenn ich da mal überlege, wenn dann Hoffenheim gegen Kiel spielt, boah, ja, nichts gegen die Vereine, nicht falsch verstehen, aber ja, die zweite Liga, ich darf sie mitbegleiten. Mario sicherlich genau, auch das ein oder andere Mal, denke ich mal. Und die macht einfach Bock. Und ja, ich freue mich da tierisch drauf. Ich habe mein erstes Spiel samstagabend. Schalke gegen Braunschweig und Schalke auf Schalke, ey, immer ausverkauft. Steigerlied, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Sensationell. Und ja, ich habe da einfach so viel, ja, da kriege ich wieder Gänsehaut und ich fieber es hin. Ich freue mich, wenn es endlich wieder losgeht. Das dauert nicht mal lang, knappe 3 Wochen. Du bist wieder bei den Freunden von Sky zu sehen, ne? Ja. Und was mir schwerfällt zu sagen, wir wissen auch noch nicht, der Transfermarkt ist auch noch offen, es passiert da noch einiges, aber echt zu sagen, ja, pass auf, diese 3 sind am Ende oben. Ich habe keine Ahnung, da kann ja alles passieren. Ich darf ja oder muss ja immer vorher tippen, es ist ja unmöglich. Ja, du hast immer 1-2 Überraschungsmannschaften, positiv wie negativ natürlich. Ich glaube, dass Köln muss eine gute Rolle spielen, weil der Kader, der so zusammengeblieben ist, haben sehr, sehr viele Spieler sind da geblieben. Die müssen im vordersten Drittel landen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Alles andere kannst du auch nicht verkaufen mit den Spielern, die da geblieben sind. Den HSV musst du immer nennen, du musst Hertha BSC, du musst Schalke nennen. Mann, Düsseldorf, Hannover, die haben Bock, die wollen. Und da gibt's immer solche, die immer im Windschatten sind, wie Fürth und Paderborn. Das nicht vergessen, ne? Ja. Die ganz in Ruhe da arbeiten, auf einmal guckst du, oh, die sind der Zweite. So guck dir an, Kiel, dann letztes Jahr durchmarschiert. Wo auch keiner mit gerechnet hat, sehr, sehr viele Spieler vor der Saison verloren, aber gute junge Spieler dazugeholt. Ja, und du hast angesprochen, Paderborn, Michel, der zurück, kann vielleicht auch nochmal einen Schwung geben, vielleicht ein Aufsteiger, vielleicht Elversberg, vielleicht Magdeburg. Du kannst da gar nicht, es geht nicht, es ist einfach nicht tippbar. Und das ist aber das Geile daran, dass da wirklich, ja, auch da Nuancen entscheiden, Kleinigkeiten, Spieltag für Spieltag. Und deswegen macht die zweite Liga auch wirklich so viel Bock. Ich habe ein bisschen Angst um meinen Herzensclub, weil ich da groß geworden bin, Preußen Münster. Die sind ja auch aufgestiegen. Aber Mann, die haben natürlich alle Heimspiele jetzt ausverkauft. Definitiv ist egal, gegen wen sie spielen. Aber einfach genießen. Warum soll es nicht klappen, irgendwie drin zu bleiben? Ja. Durchmarschiert, wie lange waren sie, glaube ich, Regionalliga? Ewig. Ja. So, und ja, einfach die zweite Liga ja genießen und sagen, ey komm, du bist immer Außenseiter, ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Und alle anderen, die wir gerade angesprochen, die sind gefühlt immer der große Favorit. Schalke, der HSV. HSV übrigens der Zweitliga-Dino. Keine Mannschaft ist länger in Liga 2 als der HSV. Das ist auch völlig irre. Kann man sich nicht vorstellen. Ja? Nein, kann man nicht. Das ist total Banane, das stimmt. Aber sie machen es ja auch immer wieder jedes Jahr selbst kaputt. Ne? Wie sieht das jetzt aus? Jetzt haben sie ja einen neuen Vorstand mit Stefan Kunz. Naja, ist der dann ja, aber der Halsbringer? Stefan Kunz macht es ja trotzdem dann auf dem Platz nicht das, was sie brauchen, um endlich mal rauszugehen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, also er hat mit ja auch, Selke und Glatzel da vorne sind ja alles nominell. Aber ja, aber wie sollen die Fußball spielen? Also hättest du Selke geholt nach Hamburg? Nein, wenn ich einen Glatzel habe, wie wollen die beide zusammen auf dem Spielfeld stehen? Geht also, ja nicht. Da, genau. bin ich gespannt, wie Baumi das regeln will. Ja. Und ich kann es mir gefühlt nicht vorstellen, weil keiner von den beiden kann irgendwie vielleicht mal auf der 10 spielen. Also Selke schon weniger, Glatze vielleicht ein bisschen mehr, aber sind ja beide absolute Strafraumstürmer. Und naja, beide sind ja das ist ja eine Rotze, nicht falsch verstehen, positiv, das ist ein Spielertyp.
Ich bin gespannt, wie Baumi das hinkriegt. Und das werden wir dann schon in Köln sehen. Das ist natürlich auch wieder Baumi in Köln, Selke mit dem HSV in Köln. Aber wie sag mal, da sind wir auf einer Wellenlänge. Ich habe mich da gewundert. Und klar, du kannst sagen, wenn mal ein Glatzer ausfällt, dann hast du einen Selke. Aber keiner von beiden ist da zufrieden, wenn er nur 30 Minuten spielt. Ja, aber jetzt Selke ist ja auch keine Vollgranate. Also das, ich meine, wie viel Tore hat er letztes Jahr in Köln gemacht? Gut, das war jetzt dann Bundesliga, vielleicht trifft er eine Zweitliga dann mehr. Aber das ist für mich jetzt kein Spieler, den ich jetzt holen würde, wenn ich aufsteigen will, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mich hat er Selke noch nie überzeugt irgendwie. Bundesliga ist für mich, für ihn eine Klasse zu hoch, so sehr ist als Zuschauer und ich war überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man Selke, klar, aber ablösefrei, aber dass man den Spieler dahin holt nach Hamburg, schwierig. Aber die werden sich ihre Gedanken gemacht haben, ja, gucken wir mal genau an, wie sie beide vielleicht aufdribbeln. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt. Ja, und dann müssen jetzt nicht alle Clubs durchgehen, weil es passiert noch viel, aber du bist ja auch in Berlin gerade zu Hause. Hertha ohne Data, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber Christian Fjell ist jetzt da. Genau, also Paul ist ja noch da, ist er ja trotzdem noch bei Hertha, nicht mehr bei der ersten Mannschaft. Und wenn die viermal verlieren, kommt er wieder, ist er wieder ich da. Ich wollte gerade sagen, das ist was? Natürlich dann immer das Ding, wo du weißt, okay, den kannst du dann wahrscheinlich wieder hinstellen, aber ich glaube, dass Hertha bisher auch eine gute Rolle spielen kann. Ja, sie haben letztes Jahr dann mit sehr, sehr vielen jungen Spielern gespielt. Wenn du Rehse, wirst du wahrscheinlich noch verlieren, glaube ich. Den wirst du verkaufen müssen. Wenn du Tabakovic behältst, das wird passieren. Der immer für 15 bis 20 Tore gut ist, glaube ich, da vorne drinne. Diego Demme, klar, auch lange nicht gespielt. Aber ich glaube, wenn der auf Level ist, natürlich auch ein Unterschiedsspieler. Cuisant, richtig gut. Linksfuß von Osnabrück, will immer die Pille haben. Gute Standards, geiler Kicker. Also ich glaube, dass Hertha eine gute Rolle spielen kann, muss ich sagen. Ja. Sehe ich auch so. Gibt's noch einen Club, den wir dann schon mal sezieren wollen? Nein, wir warten noch ab, ne? Das sind Geheimfavoriten. Alle sind Geheimfavoriten. Du kannst es nicht sagen. Schalke hat, glaube ich, eine gute neue Energie reingebracht in die Kabine. Da wurde schon ein bisschen was verändert. Ja. Jetzt muss natürlich Karel Gerrards auch funktionieren. Jetzt muss er auch liefern, muss man auch ganz klar sagen. Mit seinem Spielermaterial. Aber ich glaube, dass die auch, man, gerade zu Hause auch Schalke, ey, boah, das musst du auch für dich ausnutzen, ja? Das aber viele Vereine haben natürlich auch Bock, die sagen, ey, wir fahren auf Schalke, geil, den Scheiß genießen wir mal. So, jetzt gucken wir mal, wir stehen erstmal, dann wird das Publikum vielleicht ein bisschen unruhig. Aber normalerweise kann Schalke, glaube ich, auch eine gute Rolle spielen und muss auch eine gute Rolle spielen. Alles andere kannst du auf Schalke auch nicht verkaufen. Das ist wie Köln, HSV, was wir gerade schon gesagt haben. Also den ganzen Sponsoren und dann im Umfeld musst du natürlich sagen, ey, wir wollen hoch, wir müssen hoch. Aber da ist Liga 2 halt dann immer noch der Endgegner und viele, viele eklige Mannschaften. Absolut. Und Karlsruhe haben wir eben gar nicht aufgezählt, die für mich obwohl auch immer dann oben eine Rolle spielen können, die oder? Haben einen brutalen Umbruch, sehr, sehr viel Führungsqualitäten verloren in der Kabine. Hm. Das könnte schwierig werden, aber kann vielleicht auch eine Chance sein. Ja, wenn du junge Wilde dazu holst. Aber da hat eigentlich auch ein bisschen was vor sich. Wir werden es beobachten. Und Leute, nach dem ersten Spieltag der zweiten Liga, am 5. August, gibt es wieder Basler Ballert. Oha. Aber kein EM-Spezial. Nicht, dass ihr glaubt, dass wir nochmal da über die EM reden. Da reden wir über den ersten Spieltag, zweite und dritte Liga. Gruß natürlich nach Cottbus, ne? Da wirst du auch noch auf die dritte Liga gucken. Das ist ja auch so ein bisschen dein Herzensverein. Auch ne? Da, endlich. Na klar, ich bin in Cottbus geboren, bei Energie Cottbus dann auch ausgebildet worden. Bin froh, dass Pele Wollitz und die Mannschaft es geschafft hat in Liga 3. Ich hoffe, dass sie auf jeden Fall die Klasse halten, dass man nicht sofort wieder runtergeht. Das wäre natürlich eine Katastrophe für die ganze Region. Und vielleicht gelingt ja auch mal wieder was Verrücktes. In den letzten 2 Jahren sind ja, glaube ich, 3 Regionalligisten durchmarschiert. Obwohl ich da ein bisschen eher Aachen auf der Pfanne habe. Auch geil. Also auch die dritte Liga hat ordentlich coole Vereine dazu bekommen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass Cottbus irgendwie vernünftig eine Saison spielt, ohne irgendwie Stress, was den Abstiegskampf betrifft. Vielleicht gelingt ja die eine oder andere große Überraschung. Und gegen Werder Bremen im Pokal wieder, übrigens, Mario. Das war vor dem letzten Jahr oder vor 2 Jahren auch schon mal gewesen. Oh, schön. Pokal haben wir im August auch noch, bevor die erste Liga angeht. Also wir sind wieder hier ab 5. gucken direkt auf den ersten Spieltag der zweiten und der dritten Liga. Tusche, du bist herzlich eingeladen, aber ja, du musst jetzt erstmal sehen, dass du für heute Abend wieder ein paar Fässer Bier da holst. Weil es kommen jetzt die Leute, nachdem wir Werbung gemacht haben, ne? Nicht, dass die ankommen und ihr habt kein Bier zu Hause. Das haben wir. Ja, ist gelockt, da brauchst du keine Angst haben. Okay. Außerdem gibt's ja auch alkoholfreie Getränke. Kann man ja auch mal genießen, ne? Genau. Untergabend.
In diesem Sinne, das war unsere Serie Basler Ballert im Spezial. Bis auf zwei Ausnahmen täglich. Tusche, schön, dass du heute da warst. Herzlich eingeladen. Ich habe Zeit. Auch über die erste Liga, ne? Gerne. Und Mario, ja, ich werde dich vermissen. Weinst du? Ja. Mach die Handbewegung. Mach mal die Handbewegung wie Julian Nagelsmann mit einer Träne wegwischen. Mach mal. Was hat der denn ich will gemacht? Das sehen. Ich habe nur gestern Hat er nach seiner Pressekonferenz gemacht. Nein, Julian hat doch nach seiner Pressekonferenz nach dem Ausscheiden hat er doch einen Trainer auch weggewischt. Echt? Das möchte ich, dass du das auch ganz. Nee, das bist du. Es war ja ohne Emotion bei dir. Mach mal. ich bin ein emotionsloser Typ. Mach mal, wie wenn du richtig weinst. Dass ein Eisblock. 14 Tage nicht. Ein Eisblock. Ja. Genau. Mario, ich muss das erstmal für mich mal verdauen, ne? Ja. Ich sag, ich rufe dich jetzt wahrscheinlich stündlich an. Ich habe mich an dich so gewöhnt. Ab jetzt bist du klar, ab den nächsten 5 Minuten bist du blockiert. Brauchst es gibt ja FaceTime. Und Mario muss auf den Top übrigens. Wir haben schon eine Viertelstunde überzogen. Ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Schöne 3 Wochen, dann hören wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Dann 2. Liga, 3. Liga und dann irgendwann Pokal und 1. Liga. Wir haben so viel zu besprechen. Freue mich drauf. Mario, mach's gut. Tschüss. Wenn du lange Dank warst, ruf gerne für an. Die letzten 4 Wochen an alle Zuhörer. Absolut. Wir hören uns. In 3 Wochen hören wir uns wieder. Freue mich drauf. Schönen Dank an alle da draußen. Schönen Dank, Tusche. Schönen Dank, Mario. Bis bald. Danke. Guten Rutsch, hätte ich fast gesagt. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.